Grüß Gott aus Brand Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Heute wieder mal mit Markennachrichten. Und da geht es um die Marke Follow Food, was die Marke so alles vertreibt. Und ihr kennt die sicherlich, sage ich euch später noch. Jetzt geht es erstmal um die Meldung. Follow Food expandiert in neue Segmente und launcht unter anderem veganen Bio-Thunfisch. So, dann kommen wir mal zur Meldung, die da lautet: Die nachhaltige Biomarke Follow Food mit Sitz in Friedrichshafen und Hamburg expandiert weiter. Zu den Neuheiten zählen 4 Sorten Bio-Chips, die mithilfe der, jetzt kommt's, von Follow Food entwickelten Tracking-Codes bis zum Bauernhof rückverfolgbar sind. Bis zum Bauernhof, Junge, mehr geht ja normal gar nicht. Die Bio-Snacks sollen neben der Transparenz aufgrund eines speziell entwickelten Verfahrens mit einem rund 30% reduzierten Fettgehalt bei gleichem Geschmack überzeugen. Wow! Zudem präsentiert das Unternehmen 4 Sorten vegane Bio-Schokolade, die bis zum Acker rückverfolgbar sind und dort produziert werden, wo die Kakaobohnen herkommen. In den Wäldern Ghanas. Super Ansatz, bin begeistert. Eine weitere Neuheit, der erste pflanzliche Follow Food Thunfisch aus der Dose. In 2 Varianten und das Demeter Apfelmark mit Tracking bis zum Hof. Die Bio-Pizza Range wird durch die vegane Bio-Dinkel-Pizza-Salami ausgebaut. Auch das Bio-Nuss-Snack-Sortiment wird vergrößert durch geröstete und gesalzene Bio-Erdnüsse, Cashews und Mandeln. Eine Bio-Tamari-Nussfruchtmischung sowie Bio-Kokoschips-Kakao. Ebenfalls erweitert wird das Angebot an Bio-Convenience-Gerichten durch weitere Bio-Instant-Cups wie Bio-Instant-Cup-Kartoffelpüree vegetarisch und Bio-Instant-Cup-Käse-Sahne-Nudeln vegetarisch. Und unter anderem Bio-Instant-Nudeln-Suppe vegan. Darüber hinaus bietet Follow Food Bio-Soßen, Bio-Eintöpfe und Bio-Aufstriche. Ja, Wahnsinn. 2/3 der Neuheiten auf der Biofach sind Bio-Based. Zusätzlich geht Follow Food in diesem Jahr erstmals mit einem Produktsortiment aus geretteten Lebensmitteln an den Start. Darüber hinaus wird durch den Verkauf jedes landwirtschaftlichen Produktes in den eigenen Bodenretterfonds investiert. Und somit Bio weiterentwickelt, um regenerative Öko-Landwirtschaften zu etablieren. Das hört sich alles zu gut an, um wahr zu sein, aber es ist tatsächlich so. Ich verlinke euch mal nicht nur den Artikel hier unten drunter, sondern auch zu der Seite followfood.de/Produktwelt. Dort seht ihr, was es an Fischprodukten gibt, Pizza, vegane Pizza und Backwaren, was es an Gemüse, Getränke, Kartoffelprodukte, Getreideprodukte, sogar Eis gibt und süße und salzige Snacks. Also das hört sich alles sehr, sehr gut an. Und ja, wir wünschen natürlich dem Betreiber, dem Inhaber von Follow Food weiterhin ein glückliches Händchen und viel, viel Erfolg. Und ja, im Moment sind die Märkte im Umbruch, die Menschen im Aufbruch und ich denke, wir denken, es wird funktionieren. Das war sie auch, die Markennachricht des Tages über die neuen Produkte von Follow Food. Und bevor ihr mich jetzt wieder verlasst und woanders hinspringt, lasst mir schnell noch einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal und dann freue ich mich, wenn ihr auch bei meinen weiteren Videos wieder mit dabei seid. Ihr wisst, die gibt es täglich, regelmäßig und dann hören und sehen wir uns hoffentlich dann morgen wieder. Bis denn, Servus!